Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde der Böll-Stiftung, genauer gesagt der Grünen Akademie, das ist ein Teil der Böll-Stiftung, der diese Reihe veranstaltet. Liebe, mich immer kurz um, Raverinnen und Raver und liebe Raverinnen und Raver AD, ich freue mich, dass ihr in erlauchter Runde den Weg hierher gefunden habt. Ich habe mir die ganze Zeit gefragt, wie mag die Schnittmenge aussehen von Berliner, sagen wir, Grünnamen, Milieu und Techno-Elektro-Interessierten. Ich ziehe jetzt mal so eine mittlere Bilanz, aber freue mich wahnsinnig auf den Abend mit euch, mit Ihnen und denke, wir sind alle neugierig, was so passieren wird. Ich will ganz kurz sagen, dass es sich heute um ein Jubiläum handelt. Es ist nämlich die 10. Ausgabe unserer kleinen Veranstaltungsreihe, auf den Titel Auf der Höhe, Diagnosen zur Zeit hört. Es gibt ja Leute, die glauben, die Diagnosen der Gegenwart, Gegenwartsdiagnose sei das Einfachste auf der Welt, aber es ist natürlich in Wahrheit das Schwerste auf der Welt. Es ist vielleicht einfach 10, 20, 30, 50 Jahre später zu begreifen, was war, aber in welcher Gesellschaft wir eigentlich leben und was unser Leben jetzt ausmacht, das ist natürlich die wesentlich anspruchsvollere Frage. Deshalb auch dieser Jägerstand, wie man zumindest bei mir im Badischen sagte, der vielleicht uns daran erinnert, jetzt etwas Abstand zu kriegen zum platten Land dessen, was wir für unsere Gegenwart halten. Es ist so, dass diese Veranstaltungsreihe alphabetisch stattfindet, zu Schlagworten unserer Zeit. Wir haben mit dem Buchstaben A wie Authentizität, das geht mir flüssig über die Lippen, angefangen mit Dietrich Dietrichsen vor einem guten Jahr und haben uns jetzt durchgearbeitet bis zum Buchstaben J und sind heute beim Thema Jugend, genauer gesagt Max Thema und nicht nur seins, und genauer gesagt die Idee der ewigen Jugend, noch mehr das Thema unseres hohen Besuchs. Und es war in der Tat relativ schnell klar, dass wir für dieses Schlagwort gerne Maximilian Lenz alias Westbam fragen wollen, ob er mit uns spricht zu dieser Frage und uns ein paar Ideen vorträgt und wir das dann natürlich im Gespräch vertiefen. Und der konkrete Anlass war der, dass Maximilian Lenz, wie Sie alle wissen, eine Autobiografie im Ullstein Verlag verfasst hat. Zumindest Fragmente einer Biografie, die, wenn ich hier nach rechts schaue, auch käuflich zu erwerben ist, sodass das alles jetzt auch nochmal eine schriftliche Gestalt angenommen hat. Maximilian Lenz, Westbam, ist in den letzten 20, 25 Jahren mir in vielerlei Hinsicht auffällig geworden. Erstens natürlich als Musiker, der, wie ich jetzt nochmal in der Biografie erfahren habe, schon seit den mittleren, vielleicht sogar, also seit 1984, aktiv ist als Elektrokünstler, aber davor in diversen Punkbands, so wie ich übrigens damals auch seine Wurzeln hatte. Wie hießen die eigentlich? Kampf? Kriegsschauplatz? No. Und da können Sie schon die Tragweite erfassen. Das Festival Geniale Dilettanten war, wenn ich mich richtig entsinne, 1981. Ich war gerade in München im Haus der Kunst, eine Ausstellung, die heißt Geniale Dilettanten. Ich glaube, da bist du auch irgendwo zu sehen. Und es kommt mir halt wirklich vor, also ich kann es nicht glauben, dass dieser Mann auf der Bühne stand, 1981 bei den Genialen Dilettanten. Aber so war es. Also ein Pionier in Sachen elektronischer Musik. Maximilian Lenz ist aber auch Event- und Konzertproduzent gewesen, kann man das so sagen. Er hat die Mayday gegründet, die, wie Sie alle wissen,
über lange Zeit sehr viele Menschen versammelt hat. Techno hat, wenn ich das richtig sehe, von Anfang an bis zum Ende in Berlin die Love Parade begleitet, auch musikalisch begleitet mit den einschlägigen Hymnen, die zumindest mein Jahrgang alle noch mitpfeifen kann. Und Westbam hat zumindest den Ruf und von Reinhard Götz beglaubigt, dass er über die Musik auch nachdenkt und dazu sprechfähig ist. Reinhard Götz hat ihn mal als Philosophen der Dancekultur bezeichnet und auch dem werden wir jetzt mal ein bisschen auf den Zahn fühlen, ohne dass ich irgendeinen Druck jetzt auf unseren Referenten ausübe. Also ich wünsche euch Ihnen viel Spaß in den nächsten 1,5 Stunden, möchte mich noch bei Stefan Depping herzlich bedanken und Anne Ulrich von der Grünen Akademie, die diese Abende möglich machen. Dafür vielleicht einen kleinen Applaus schon mal vorneweg. Und das Wort hat jetzt Westbam erstmal. Genau, wir haben das gerade noch diskutiert, ob ich hier ans Rednerpult trete. Ne? Aber so, komm, sieht doch gut aus. Stimmt. Ist auch nochmal eine neue Dimension. Also mit den Stühlen, das kenne ich mittlerweile. Also ein Rednerpult. Ist nochmal was anderes. Das ist eine Lesesonnenbrille. Da muss ich dann immer so drüber gucken, sonst sehe ich die Leute nicht. Aber das drüber gucken sieht ja immer so scheiße aus. Ich hatte mir da schon gedacht, ich komme wahrscheinlich in die Bredouille, so locker vom Hocker zu sprechen, so vom Rednerpult. Hab dann gedacht, auweia, das geht bestimmt schief. Nimm dir was mit, was du ablesen kannst. Ja, da habe ich auch bis gerade noch dran gearbeitet und dann war so eine Rede von Barack Obama vor der UN auf BFBS live. Das muss ich natürlich alles sehen. Das hat mich auch total verschüchtert wieder, weil das ist ja wirklich ein Redeteufel. Also politisch, naja, aber diese Reden sind natürlich der Hammer. Und der redet ja immer so und macht genau die richtigen Pausen und man kann alles genau verfolgen. Das fand ich sehr gut. Ich konnte deshalb meine eigene Rede hier gar nicht mehr richtig zu Ende schreiben, weil Barack mich so gefesselt hat. Also erstmal geht mir das natürlich runter wie Butter. Endlich Referent auch noch für die Heinrich-Böll-Stiftung. Ne? Da, also wenn man mich nach sowas fragt, sage ich natürlich sofort, ja, ne, machen wir. Da bin ich ganz anders als Reinhard. Der würde sagen, nein, auf gar keinen Fall. Ja, aber ich bin da natürlich so begeistert von und das Thema stresst mich aber. Ewige Jugend. Wie seid ihr da eigentlich auf mich gekommen? Weißt du auch nicht mehr so genau, oder? Ich lasse mich immer raten. Genau. Okay, dann fange ich damit vielleicht mal an. We Will Never Stop Living This Way, das war ein Album von mir von 1997. Und ich habe das geklaut aus einem Reinhard Götz Buch. Und da war es dann wieder geklaut von mir. Und ich hatte das geklaut von einem Disco-Veranstalter in Mallorca. Und zwar saß dieser Disco-Veranstalter, der war auch schon über 50, saß die ganze Zeit in seinem Backstage-Raum und füllte alle Menschen ab mit Drogen, mit Alkohol, mit allem so. Und der saß da die ganze Zeit so. Und morgens ging man da verstört und verstrahlt raus. Und dann rief er mir so hinterher, bye bye Westbam, my mother said, one day you're gonna stop living this way, but we will never stop living this way. Und das fand ich natürlich einfach sehr würdevoll. Also weil Mutti gesagt hat, du wirst nochmal vernünftig werden. Aber er wusste damals schon, nein, ich werde niemals vernünftig. Und das habe ich dann nach so einer ähnlichen After-Hour Reinhard zugerufen, so ins Taxi, so, tschüss Reinhard, we will never stop living this way. Und er hat das dann in seinem Buch geschrieben. Und dann, als ich es im Buch sah, dachte ich, stimmt, das ist geil. Und dann wurde es mein Albumtitel. So läuft es mal. Und jetzt bin ich deshalb hier. So, also mit anderen Worten, mit dem Motto, das rächt sich im Alter. Ja. Jetzt wollen die Leute nämlich wissen, Westbam 50, Alter, we will never stop living this way. Was ist denn damit? Und deshalb habe ich hier eine kleine Szene vorbereitet, die ich neulich erleben durfte.
Mein Manager Guido Schulz und ich saßen neulich in Hamburg in einem Traditionslokal namens Old Commercial Room, wo wir immer gerne hingehen, wenn wir mal wieder in Hamburg sind. Guido ist noch ein paar Jahre älter als ich, ein 55-jähriger Lausbub mit grauen Haaren und umso bunteren Sneakers. Guido ist Fashion-Victim, Alexander McQueen-Fan, kennt immer die neuesten Trends und Moden und Rapper und interessiert sich für absolut alles in der Welt. Er hat seinen eigenen Stil schon gefunden und er ist nach alten Maßstäben nicht altersgemäß gekleidet. Aber das ist ja heutzutage nichts Unnormales mehr. Während wir also dort herumsaßen, lernen wir die Leute am Nachbartisch kennen. Der alte Herr auf der Bank, stellt sich dann heraus, ist der Besitzer. Er ist ein 70-jähriger Witzbold im Zweireiher, raucht Zigarre und hat eine witzige Sonnenbrille auf, ein Scherzartikel, der aussieht wie ein Balken zur Unkenntlichmachung in Zeitungen. Seine Frau nennt sich Anja Champagner und ihr Name ist Programm. Und das Programm passt auch gut zu Guido. Wir rutschen also zu denen rüber und das Geblubber läuft bald schon in Strömen. Und bevor die Pulle leer ist, wird der Nachschub mit der Zigarre herbeigewinkt und man beginnt zu erzählen. Da ist ein Schweizer Waffenhändler am Tisch und ein unbekanntes Schlagersternchen, das gleich ihre Visitenkarte rausholt, weil sie von Guido gemanagt werden will. Sie klagt ihr Leid über das Showgeschäft, der Waffenhändler nickt dazu im Takt. Irgendwann springt Anja Champagner auf, schleift uns in den ersten Stock des Lokals und zeigt uns ihr Reich, die obere Champagnerbar, eine Welt in Rot und Schwarz und Knautschleder, die wir noch nie vorher gesehen hatten. Und während das Putzlicht uns eine neue Welt illuminiert und Anja dazu vor sich hin monologisiert, ist da plötzlich ein Vibe von großer Freiheit und ein Vibe von Abenteuer eines lockeren Abends. Eines Abends, von dem man noch nicht weiß, wohin er einen führt. Und man kann sich vorstellen, dass gleich noch ein paar Stripper auftauchen und ein paar Drogenhändler. Und dass alles immer noch geiler und noch verrückter wird und a night to remember. Bald sitzen wir aber wieder unten und ich kriege langsam Sodbrennen und die Gespräche werden auch langsam dröger und stoßen mir sauer auf. Ich sage zu Guido, ich würde jetzt lieber den nächsten Zug nach Berlin nehmen. Und während wir dann im Taxi sitzen, hadert Guido damit, dass er da schon weg musste. Er meint, er hätte da noch Stunden sitzen bleiben können, Champagner trinken, Leute beobachten, sich das Gequatsche anhören, nochmal gucken, was auf der Karte steht, Currywurst mit Trüffel hätte er gerne nochmal probiert und dann geguckt, was noch so geht heute Nacht. Das war doch toll, meint er. Eine tolle Situation. Und dann sagt er, wer weiß schon, was da noch passiert wäre. Und dann sagt er, wer weiß schon, wie lange man sowas überhaupt noch machen kann, wie viele solche Abende man überhaupt noch hat. Ich fand den Abend ja auch ganz gut, aber ich wusste irgendwann ganz genau, dass der Abend jetzt nicht besser werden würde, sondern immer nur noch hohler und abgefuckter. Und das ist das Traurige am Erwachsenwerden. Aber you cannot fake your funk. Und wie sagte Mick Jagger schon ganz richtig, you cannot stay young forever, can you? Ja, und wie gesagt, also der Guido ist genau so ein Typ. Der Guido, he's a young blood, wie der Engländer sagt. Ich bin eigentlich genau das Gegenteil. Deshalb bin ich hier, hätte eigentlich Guido das machen müssen. Oder nein, es stimmt ja auch nicht. Ja. Wenn ich über ewige Jugend rede, worüber rede ich dann? Über Krankheit, älter werden und Tod. Ist ja logisch, ne? Weil davon handelt ja so ein ewiger Jugendscheiß. Ist ja quasi immanent. Ne? Und da geht es auch schon weiter in meinem Text. Ich habe mich nämlich schon immer alt gefühlt. Ewiges Alter ist vielleicht sogar eher mein Thema. Schon auf dem Arm meines Großvaters dachte ich als 7-Jähriger, toll, was ein junger Mann er doch ist. Ich bin viel älter. Mein Opa war da schon über 70 und damit eigentlich alt. Das erst recht 1972, als es noch keine Diskussionen gab, ob man mit 70 alt ist. Denn die Welt war noch intakt.
Mein Opa hatte eine harte Kindheit im Kaiserreich, eine ungewisse Jugend in der Weimarer Republik. Dann wurde er in der Nazizeit ein Erwachsener mit allem, was damit zusammenhängt, also Ehemann und berufstätiger, strenger Familienvater. Und dann wurde er in der Bundesrepublik alt und milde, Rentner und Opa und war, soweit ich weiß, mit dem jeweiligen Zustand immer hundertprozentig kongruent und okay damit. Aber schon bei meinen Eltern war das nicht mehr so. Sie sprachen von der Generation meines Großvaters als den alten Herrschaften und wollten nicht so werden wie die, vor allen Dingen nicht so alt. Das Lied »Hope I die before I get old« ist aus dieser Zeit und das blieb auch das Motto der Generation bis heute und bis ins hohe Alter. Mein Vater hing mit seinen Studenten ab und der Hauptunterschied war, dass er wahrscheinlich noch längere Haare hatte als sie. Und mein Vater freute sich über jeden Novizen, der in ihm einen Kommilitonen sah. »Mach mich bloß nicht zum Großvater«, sagte er zu meiner Schwester und sie war 19. Aber es war trotzdem nicht nur väterliche Sorge, sondern auch offensichtliche Unlust, Opa zu werden. Alles, was mit Altwerden zu tun hatte, schien für meine Eltern und ihre Peer Group ein Graus. Haarausfall, Falten, Bauch, graue Haare. Mit 17 wollte ich mir die Haare grau färben. Ich meinte, so einen Typen in der U-Bahn gesehen zu haben und fand den Look cool. Meine Mutter war eigentlich immer sehr laissez-faire mit allen Looks ihrer Kinder. Alles ging. Aber das war das erste und einzige Mal, dass sie sagte, das machst du nicht. Das ist ja schrecklich. Ja, also mit anderen Worten, mein Vortrag handelt hier von ewigen Altertum, Altsein und ich komme aber jetzt nochmal auf die Jugend von heute. Und das heißt, ein Spezialgebiet, wo ich diese jungen Menschen immer treffe, ist wo? Im Club, sehr gut, das Nachtleben, genau. Ich sehe, die Leute denken mit. Okay, im Nachtleben herrscht sowas wie ewige Jugend. Die Leute pendeln dort konstant am Zenit ihrer jungen Jahre, zwischen 15 und 25 hin und her. Als ich 1980 mit 15 ins Nachtleben kam und dort zu den Jüngeren gehörte, war das schon so. Und über 30 Jahre später ist es immer noch so, bloß dass ich jetzt zu den Älteren gehöre. Was mir aber lange Zeit verborgen blieb. Ich sah bloß, sie werden einfach nicht älter, die Nachtmenschen. Über die Jahrzehnte sahen sie alle noch genau aus wie früher, erzählten im Prinzip auch genau dieselben Sachen. Sie rochen auch die ganze Zeit genauso gut. Die Mode flimmerten in vertrauter Art und Weise, die Röcke kürzer, dann wieder länger, die Schuhe spitzer, die Schuhe mal wieder klobiger, die Haare länger, die Haare kürzer. Und ich spielte den Beat dazu und der Beat pumpte in vertrauter Art und Weise weiter, immer weiter in die Zukunft, mal etwas schneller, dann wieder etwas langsamer. Alles blieb gleich in dieser Zeitkapsel und ich freute mich auf die nächste Party nächstes Wochenende. Und für mein erkennendes, stets unerkanntes Wesen galt, es schließt von seiner Umwelt auf sich zurück, auch weil der Mensch als relatives Wesen von Gott geschaffen ist, nimmt er an, dass er so ist wie die um ihn herum und er denkt auch, er sieht genauso aus wie die, und er ist wie sie, weil sie offensichtlich seinesgleichen sein müssen. Was am Anfang meiner DJ-Karriere durchaus auch stimmte. Der Prozess, der über die Jahrzehnte einsetzte, war ein schleichender. Während sich die Gleichaltrigen von früher längst oder mehr oder weniger grußlos von dann gemacht hatten, kamen neue, meist jüngere Leute durch die Tür des Clubs und nahmen ihre Plätze ein. Das führt speziell bei DJs zu Verwerfungen in der Selbstwahrnehmung, die man auch aus Tierexperimenten kennt. Zum Beispiel ist es bekannt, dass Hunde ihre Herrchen nicht so als Menschen wahrnehmen, sondern denken, das sind auch Hunde, bloß das ist mein Chefhund. Oder beziehungsweise sie denken, ich bin auch so ein Mensch wie der. Ja? Weil sie von so Menschen umgeben sind und denken, das ist meine Truppe. Für die schleichenden Prozesse gibt es da auch so Beispiele. Ne? Der berühmte Frosch,
der in dem Bassin hin und her schwimmt, der merkt nicht, wenn es so langsam kochend heiß wird, weil wenn das nur langsam genug geht, fällt das nicht weiter auf. Und so ähnlich ist es, wenn du 30 Jahre im Club stehst, dann kommt irgendwann dieser Moment, wo du denkst, du bist immer noch 20 natürlich, weil ihr sind ja alle noch 20 und du denkst, du bist ja einer von ihnen. Und dann passiert etwas Komisches, ungewöhnlich unter 20-Jährigen, man wird gesiezt. Und genau, und das sind dann die Momente, wo man sich sagt, okay, es gibt ja noch verschiedene andere Dinge, die immer passieren können. Und zum Beispiel gerade die letzten Wochen, kurz vor meinem Vortrag über ewige Jugend, hatte ich einmal mit absolutem Verletzungspech zu kämpfen. Es ging los mit einer Magenschleimhautentzündung, die fast einen Flug nach Warschau gestoppt hätte. Der Steward kam angelaufen, sagte, are you okay? Ich sagte, ja, es ist okay. Ich hatte einen Schweißausbruch, mir tat es echt weh. So, und sie sagten, also wenn es schlimmer wird, sie glauben, ich hätte einen Magendurchbruch, dann müsste sie in Not landen. War aber alles okay, ich hatte nur eine kleine Verstimmung. Und dann ging das über in eine Erkältung und schließlich, was kam da hinzu? Ein Klassiker, ne? Kurz vor dem Vortrag über ewige Jugend, bekam ich es am Ischias. Das macht die Sache natürlich rund. Und das ist eigentlich das Ende meiner Festrede. Über diese ganzen modernen Dinge werden wir, also ich habe jetzt auch viel über Krankheit, Zipperlein und Tod gesprochen und über Alter und Älterwerden. Aber ich muss andererseits sagen, Techno im Alter kann etwas sehr Schönes sein. So, und mit diesen Worten würde ich jetzt das Pult verlassen und dann kommen wir zum Gesprächsteil. Ja? Ja, vielen Dank. Was jetzt vielleicht so etwas anekdotisch rüberkam, enthielt natürlich veritable Fragen. Deswegen bin ich mir auch sicher, dass uns hier jetzt nicht langweilig wird. Übrigens, das kann man vielleicht verraten, so dass Max am Ende unseres Gesprächs ungefähr in einer Dreiviertelstunde bis Stunde noch ein paar Seiten aus seinem Buch lesen wird. So dass wir dann gemeinsam den Abend bei Wein und Brezeln, richtig, Stefan? Ja. Im Foyer beschließen können. Also, ich fange vielleicht mal auf so einem mittleren Abstraktionsgrad an und zu den letzten Fragen, Tod, ewiges Alter, kommen wir dann am Ende. Weil, was ich vielleicht zunächst noch mal ein bisschen auf den Punkt fragen will, dich ist, also mal unabhängig von diesem Spruch, we will never stop living this way, ist es ja schon so, dass zwar unsere Eltern, sage ich jetzt mal, dachten, die Stones oder die Kings seien ein jugendkulturelles Phänomen, aber die Wahrheit ist ja, dass das gar nicht stimmt. Wir gehen auf diese Konzerte und da springen halt 70-Jährige, 80-Jährige rum und die Wahrheit ist... Ist im Berghain aber mittlerweile auch so, glaube ich. Ja, vielleicht Berghain, nicht ganz so. Das Schlagwort hatte ich mir nur aufgehoben. Und das liegt ja möglicherweise daran, dass das ja eine Musik ist, die Rockmusik, die letztlich doch gar nicht so körperlich ist, wie immer behauptet wird. Während elektronische Musik, zumindest soweit ich das erinnere, Techno nannten wir das, ja doch sehr, sehr physische Anteile hat. Ja. Und deshalb nochmal sozusagen hart gefragt, war das nicht eigentlich ein großer Irrtum für diese Kultur zu reklamieren, sie wäre sozusagen nicht auf die Jugend begrenzt? Also
Nee, also ich denke, dass da, dass sich das verschieden dann ausformt, aber Rock'n'Roll ist natürlich schon klar, wenn sich was länger hält, dann werden die Leute irgendwann älter. Und dementsprechend, und teilweise bei diesen großen Bands, aber da gibt es ja jetzt auch nur so zwei, drei, da, wie man so schön sagt, da altert das Publikum damit. Und das ist in der Techno-Club-Welt ist das anders. Und da gibt Das es auch meint. ein Narrativ dazu, aber das heißt jetzt nicht, das liegt aber wirklich ganz stumpf in der Natur der Sache. Und zwar, das Nachtleben ist eben etwas, was du nicht so leicht konsumieren kannst wie ein Konzert. Du kannst eben, wenn die Stones alle 10 Jahre irgendwo hier in Berlin spielen in einem Stadion, dann kannst du da hingehen. Da bricht dir kein Zacken aus der Krone. Das kannst du auch mit 70 noch machen. Beim Nachtleben ist es aber anders. Also erstmal weiß es jeder, das geht dann erst um 2 Uhr richtig los oder um 3 Uhr oder so. Das ist schon mal anstrengend. Dann ist es und was mir neulich eingefallen ist, was auch noch stimmt, es ist eben auch so, da kannst du nicht alle 3 Jahre hingehen. Ja, du kannst alle 3 Jahre Konzertbesucher sein, aber ins Nachtleben, da bist du Teil der Community oder du bist es nicht. Und du kannst nicht alle 10 Jahre ins Nachtleben gehen. Ja? Du kannst aber Aber alle 10 Jahre ins Konzert gehen. in dem Sinn hatte ja dein Party-Typ aus Mallorca Unrecht, oder? Wenn er sagt, we will never stop Ja, living this way. nee, für Das ihn und für mich gilt das ja, aber für normale Leute gilt das halt nicht. So, ich sage immer, es gibt so im Nachtleben gibt es eben die Highlander, die sind eben da und die sehen die Generationen kommen und gehen. Ne? Und eine Generation im Nachtleben dauert sowas zwischen 5 und 10 Jahren. Und das ist übrigens eben, es wirkt so, als ob die Leute immer jung sind im Club, aber genau genommen ist ein Clubleben wie ein kleines Leben in sich. Du wirst da reingeboren mit 15 quasi oder mit 14 oder mit 17. Und dann gehörst du sozusagen zu dem Fußvolk im Club. Und du kommst rein, aber du bringst eigentlich die Energie und das Leben da rein. Ja? Aber es gibt dann sozusagen die 22-, 23-Jährigen, die vor 8 Jahren in dieses Clubleben reinkamen und damals sozusagen das Fußvolk waren. Die sind jetzt das Bürgertum und quasi die Machthaber, aber die sehen sich jetzt langsam entmachtet von diesen nachrückenden Generationen. Und wenn du wie ich sozusagen ein paar Jahre da drin warst, dann hörst du auch dazu immer dieselben Geschichten, dass die Leute dann genau mit dieser Begründung aus dem Nachtleben ausscheiden, dass sie sagen, jetzt sind die Leute so jung geworden. Ja? Das ist dann die Erklärung, weswegen man da selber, wenn die Leute nicht so jung werden würden und die Musik nicht so scheiße werden würde, dann wird man auch länger dort bleiben. Aber es ist bei allen halt so. Wie gesagt, mit Tony La Palma, dem Veranstalter aus New York, nee, aus New York, was rede ich, aus Mallorca, der sitzt bestimmt immer noch in seinem Backstage-Bereich in Magaluf. Und warum ist das so? Er macht das vom Beruf. Ist so Genau, ähnlich wie das bei meine mir. ich. Ja. Ich würde vielleicht jetzt mal die Brücke schlagen, so ein bisschen zur Zeitdiagnose und nochmal jetzt gar nicht auf die Gegenwart schauen, sondern nochmal auf die 90er. Also wir wissen, dass diese, sagen wir mal, elektronische Lebenskultur eine viel längere Geschichte hat. Trotzdem erinnere ich das zumindest so. Und so beschreibst du das ja in deinem Buch auch, dass das irgendwann Anfang der 90er halt durch die Decke ging und dann von der Subkultur, interessanterweise auch von der schwulen Subkultur am Anfang dann immer mehr sozusagen in den gesellschaftlichen Mainstream kam. Und was ich jetzt ausdrücklich nicht fragen will, ist, ob diese elektronische Lebenskultur der 90er Jahre politisch war, weil die Frage scheint mir längst beantwortet. Natürlich war das politisch, schon allein dadurch, dass eine ganze Generation natürlich massiv, wie auch immer, durch diese Zeit geprägt wurde. Sondern was mich interessieren würde,
wäre eher, worin eigentlich deiner Meinung nach sowas Gesellschaftspolitisches liegen könnte in dieser Zeit. Also was war eigentlich, inwiefern würdest du sagen, war das politisch irgendwie interessant, gesellschaftspolitisch, und inwiefern vielleicht auch falsch? Ja, also was mir so in der Retrospektive aufgefallen ist, extrem, ist einfach, wie, also jede Form von Popkultur ist natürlich absolut immer politisch, nicht im Sinne von, dass sie eine politische Agenda hat, aber dass sie wirklich aufs Verrückteste genau abbildet, wie sich die Gesellschaft gerade fühlt, was sie braucht, was sie toll findet. Ja? Also Techno hätte es in den 90ern, also auch ohne den Mauerfall, irgendwie so gegeben. Ja? Und bloß, das hätte natürlich andere, sozusagen die ganze Evolution der Musik hätte eine andere Richtung genommen, und die Gesellschaft hätte ohne den Mauerfall in den 90ern das nicht so als ihr Spiegelbild entdeckt, so, und sich darin so spiegeln wollen. Und also mit anderen Worten, und das finde ich interessant, also jetzt weniger, man muss wohl sagen, das Techno in dem Sinne natürlich eine absolut, also es war, also der Aufstieg von Techno war wirklich keine Gegenkultur, sondern irgendwo hat sie das gefeiert, nämlich sozusagen auf eine naive Art und Weise, sozusagen Fortschritt, also bis hin zu, also im schlimmsten Fall kann man sogar sagen, also im Nachhinein denke ich sowas wie, selbst wie dieser erste, war das der erste Irakkrieg, der von George Bush, ja, Senior, dass da sozusagen ein Moment plötzlich sozusagen genau diese, die Demokratie hat ja gesiegt, und mit sozusagen, und mit diesen neuen technischen Möglichkeiten kann man jetzt auch diese berühmten sauberen Kriege führen, und man kann jetzt sozusagen ohne eigene Verluste auf der ganzen Welt wunderbarste Zustände herstellen, weil alle das so toll finden. Und das war ja schon ein Motiv von der Love Parade. Vielleicht nicht ganz so bewusst, aber nämlich sich selber und diese Gesellschaft, die das ermöglicht und so, das abzufeiern und zu sagen, ja. Und sozusagen durchaus mit dieser Zukunftsgläubigkeit und der Begeisterung und auch so dieses, ja, was ja so gipfelte in dem Dr. Motte-Spruch, dass man sozusagen die Zuwachsraten bei der Love Rate hochrechnet, wir irgendwann den Weltfrieden haben, weil alle da sind. Ja? Aber das finde ich total interessant, dass du das sagst, weil Reinhard Götz hat da in diesem Buch, das ihr 97 gemacht habt, auch so eine Passage, wo er im Grunde sagt, diese elektronische Musik drückt so einen Fortschrittsgedanken aus, die hat auch eigentlich eigentlich hat die so eine Art Idee vom Ende der Geschichte. Es gibt keine große Erzählung mehr, die ist auch gar nicht notwendig, diese Kultur des Jetzt. So hat man das ja damals, live here, live now, so. Und was ich mich jetzt frage ist, muss man eigentlich in dem Sinn sagen, dass Techno und diese ganze Lebenskultur eigentlich Anfang der Nullerjahre ihr logisches Ende gefunden hat? Also ich spitze das mal zu, ja. Ist ja eigentlich genau, aber Techno nicht, ne? Over? Nee, genau nicht. Und weil vielleicht nur noch, also es deutet sich schon an, aber ich meine, wir haben ja eine Rückkehr der Geschichte und eine Rückkehr der Erzählung, wo und die Pointe, wenn das stimmt, dass die Pointe, so wie du das beschreibst, eigentlich genau im Gegenteil lag in den 90ern, wäre das ja eine Riesenherausforderung für diese Kultur, wie sie damit umgeht. Also auch da wieder ist es für mich eigentlich faszinierende, also wenn mit ein paar Jahren Abstand sieht man das so klar, wie sich dann eben tatsächlich genau post 9/11 eine andere Form von Techno dann plausibel wurde. Ja? Nämlich welche? Minimal. Und wenn man im Nachhinein sich das anschaut, das kann man sich ja so nicht ausdenken. Ja? Dass also
Du hast in den 90ern diese großmäulige Art, wir laufen alle nackig über den Kuhdamm und alle kommen her, weil wir den Weltfrieden herbeiraven, so. Der totale euphorische Größenwahn. Und dann sozusagen mit den Nullern geht es ja mit den gleichen elektronischen Mitteln und dem gleichen Techno-Beat in langsamerer Form weiter und dann wird plötzlich das Gegenteil in dieser Musik plausibel. Nämlich eine Musik, die keine Ansage mehr hat, die kein Rave-Signal mehr hat, weil man ja jetzt plötzlich auch nicht mehr das Gefühl hat, die ganze Welt will den Frieden herbeigebombt bekommen von uns mit unseren smart, super Hightech-Bombs, sondern hallo, die mögen uns gar nicht, die wollen sich gar nicht nackig dazustellen an der Straße 17. Juni. So, und darauf wird plötzlich diese andere, und ich nenne das so, so diese ganze Berghain-Welt ist natürlich auch sowas wie Biedermeier, ja? Rückzug ins Private, Rückzug in den Club, weil man wollte jetzt keinen mehr bekehren, man dachte sich, oh weia, nee, man hatte auch plötzlich, der Westen wollte nichts mehr sagen groß, ja? Und dementsprechend gab es keine Rave-Signals mehr, sondern plötzlich plätschert der Beat noch und die Musik sagt, das, was der ganze Westen sagt, nämlich, ich will nichts mehr sagen. Ich habe jetzt gerade gemerkt, ich habe mich da vielleicht auch ein bisschen verrannt. Ich war ein bisschen zu dreist. Ich war ein bisschen zu euphorisch. Ich ziehe mich jetzt ins Private zurück. Ich will keinen mehr bekehren. Ich will auch die irgendwie im Nahen Osten, die sollen mal unter sich bleiben, so wie wir unter uns bleiben hier in unserem Club. Und da soll die Musik leise laufen, die soll im Hintergrund. Ich will mir nichts mehr erzählen lassen und ich glaube auch an nichts mehr, aber ich bin 3 Tage da und 3 Tage wach. So, und also und leise das ist es jetzt im Berghain nicht, ja. aber alles andere, glaube ich, ist richtig. Aber jetzt, lass uns mal an dem Punkt kurz bleiben. Das ist total, ich bin etwas aufgeregt, weil das wirklich ganz interessant ist. Also wenn du sagst, dass eigentlich so nach dieser Wende, das ist ja nicht nur 9-11, das ist sozusagen, das hält ja auch bis heute an, das muss ich hier, glaube ich, nicht sagen. Deswegen als Zahlenmystiker ist mir, wo du gerade sagst, 9-11, weil diese große Techno-Zeit geht ja los mit dem Mauerfall. Ja, der 9.11. Ja, ist richtig. Vom 9.11. bis 9-11. Ja, aber jenseits der Zahlenmystik folgendes. Ich meine, wenn du sagst, okay, dann kam Ambient, dann kam Minimal, dann kam der Rückzug. Das ist ganz interessant, weil dieser Begriff des Rückzugs, dazu machen wir sicher auch nochmal eine eigene Veranstaltung, der trifft ja auf ganz viele gesellschaftliche Segmente zu, dieser Rückzug ins Private. Ich meine, aber dann ist doch Techno oder diese Kultur in gewisser Weise Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Weil wenn, zwei Lesarten. Ja, erstens, absolut. Rückzug heißt, wir tanken auf, so yogamäßig, für den neoliberalen Alltag. Also nochmal anders gesagt, Rave ist keine Utopie, die man lebt, sondern man zieht sich zurück, tankt irgendwie auf und geht dann wieder in die Scheiße zurück. Ich meine, das ist ja eigentlich keine sonderlich revolutionäre Idee. Absolut. Absolut. Und übrigens, aber ja, da muss man jetzt wirklich mal und ich für mich war ja so unter uns gesprochen, Techno quasi der neue Rock'n'Roll. Ja? Das hat eigentlich sozusagen die von den 50ern bis in die 70er ist das Rock'n'Roll und ab den 80ern gibt es diesen Aufstieg der neuen DJ-Kultur quasi. Und das ist aber natürlich die Fortsetzung von Rock'n'Roll mit anderen Mitteln. Das heißt, da ist nicht mehr ganz diese Liedform da, da ist auch nicht mehr diese Band-Sache da. Teilweise gibt es dann immer noch dieselben Vokabeln, man spricht von Groupies, obwohl es keine Gruppe mehr gibt. So, aber es ist eben die Fortsetzung. Und was ich über diese ganze Geschichte sagen kann, und da muss man jetzt dann auch nochmal streng sein, wenn man jetzt so streng ist mit Techno, dass man sich das wirklich nochmal anschaut und sagt, ja, wo hat Rock'n'Roll die Welt revolutioniert? So,
als ich mit 15 sozusagen, ich bin ja selber, wie gesagt, das wandelnde Lexikon und das wandelnde Museum der Jugendbewegung, weil ich war durch meine Eltern als Kind Hippie und in den 70ern wurde ich Punk und dann wurde ich mit 18 DJ und dann entdeckte ich das und dachte, nein, eigentlich ist das das neue Ding. Und also im Nachhinein muss man eben da auch sich fragen, sozusagen, also es gibt diese lustige Reklame, habe ich jetzt länger nicht mehr gesehen, so ein Summer of Love Sampler, wo so eine alte Stimme so sagt, ja, ja, damals, unsere Musik, das war Simon & Garfunkel und die Kings und die Sowiesos und die Doors und The Grateful Dead. Und in diesem Sommer dachten wir, wir könnten die Welt verändern. So, das fand ich toll, weil es war jetzt eine Reklame für so einen ollen Sampler. Ja? Also mit anderen Worten, das waren ja vielleicht mal wirklich die Träume der Doors. So, ich muss eine Handvoll Trips nehmen und dann die Tür zu anderen Welten durchschreiten und die Welt revolutionieren. Aber zum Schluss ist es das Drama, dass zum Schluss immer nur ein Werbespruch für einen Oldie-Sampler übrig bleibt. Ja? Aber wenn ich da vielleicht noch einen Punkt dazwischen schieben darf. Also, wir haben ja vom Ende der Geschichte gesprochen, das nicht eingetreten ist. Vielleicht leider, aber ich glaube nicht, dass jemand hier das Gefühl hat, nee, also da, und da dachte ich jetzt die Tage auch mal dran, also jetzt zum Beispiel, wo jetzt auch das gerade so offensichtlich ist, dass man sich nicht im Club einschließen kann, ne? Genau. Und der Zaun gar nicht hoch genug sein kann, was das jetzt wieder für Wirkungen, Rückwirkungen auch auf die Musik haben wird. Also weil das, aber wenn ich da mal, Max, wenn ich da mal eine Frage dazwischen schieben darf, die mich eigentlich seit Jahrzehnten sehr beschäftigt. Könnte das sein, dass es sowas gibt wie ein Ende der Pop-Musik-Geschichte? Ich hab da eine Frage, das die lässt mich ein, auch. Die lässt, ja, ja, ich weiß, und wahrscheinlich ist sie auch Quatsch, aber wenn man jetzt etwa elektronisch. New Wave noch kommen, ja, Brand New Wave. Ja, gut, nee, aber vielleicht so. Halt was ganz anderes. Aber, genau, aber das, was, ich mich, was, ja ich mich, was ich mich auch bei deinem Buch gefragt habe, die Älteren hier im Saal wissen das, du kommst ja auch aus dieser Punk-Sache. Ja. Und wenn man mal diesen ganzen dadaistischen, genialen, übrigens auch etwas grobmotorischen Wahnsinn nimmt, 79, 80, 81, geniale Dilettanten, diese unglaubliche, wie soll ich das sagen, Widerborstigkeit, die Popkultur damals hatte, wie kann es eigentlich passieren, dass das nie wieder der Fall war, auch in eurer ganzen Szene, dass man eigentlich in dieser ganzen Popkultur überhaupt nie mehr das Gefühl hatte, was weiß ich, da fällt irgendwas wirklich aus dem Rahmen. Liegt es daran, dass das nicht mehr geht oder liegt es daran, dass es keiner mehr macht? Was ist mit GABA? Ja, was ist mit GABA? Okay. Stimmt. Ja, ja, wobei auch GABA ist in Sync. So, und also meine Antwort wäre, also als ich sozusagen, ich bin so ein Kind der diese Alternativkultur und meine Eltern haben mich, ich habe kein Instrument gelernt, meine Eltern waren so nach dem Motto, kein antiautoritär, erste Generation, so. Und auch als ich Teenager war, ich wollte natürlich kein Instrument lernen, deshalb kam mir das mit geniale Dilettanten sehr entgegen. Ja? Nichts können, aber Krach machen. Und bei uns war das wirklich so, ich wusste nicht, wie man ein Instrument stimmt. Und so. Und ich wusste auch überhaupt nichts über Musik. Wir haben wirklich dann irgendwie, alle machen irgendwie, ich habe Bass gespielt und Synthi. So, wir haben auch an den Synthis rumgedreht wie an so Voodoo-Maschinen. Irgendwie auf Trial and Error, wenn ich das Kabel hier rein, dann drehe ich hier dran und vielleicht entsteht ein ganz neuer Sound. Aber ohne irgendeinen blassen Schimmer, was man tut. So. Wobei das Tolle war dann, als dann so eine Beatbox kam oder auch diese ganze DJ-Sache. Für mich war das die Fortsetzung der genialen Dilettanten, weil da musste ich auch kein Instrument lernen. Ne? Sondern aber, und das Tolle war, da, okay, ich habe dann früher Drums gespielt, recht als schlecht eher.
aber für mich war das nicht, dass ich so scheiße Drums gespielt habe, die Aussage, sondern ich möchte nicht lange üben und möchte was machen. Als dann der Beatbox kam, da konntest du die Beatbox kurz programmieren und die hat tight gespielt. Und das war für mich als genialen Dilettanten dann ein Fortschritt. Also, dass der Beat gerade ist und tight ist, ohne dass ich lange Drums üben muss. Ja? Also insofern sehe ich das schon. Und dann ist die Frage, willst du dann aber, dass die Beats irgendwie noch scheiße sind oder dass die schlackern, so wie du früher schlecht Drums gespielt hast. Und das war jetzt nicht das Ziel. Ich habe halt schlecht gespielt, weil ich nur schlecht spielen konnte, weil ich nicht viel üben wollte. Aber das war nicht das Ziel, dass es sich schlecht anhören soll. Es hat sich nur schlecht angehört, weil ich so faul war. Aber das... Aber die Wahrheit ist... Beatbox fand ich dann toll und die Sequenzen, die dann... Ich war ein großer Duff-Fan damals schon. Und wenn dann Sequenzer seine super schöne Melodie spielt, dann war das für mich natürlich schon der Fortschritt, ohne dass ich eine lange Klavierstunde nehmen muss. Trotzdem war es doch irgendwie so, dass man sich dieses widerständische oder widerborstige, das man so geliebt hat, das ist ja irgendwie verloren gegangen, oder? Das, ja, ich meine, es geht ja noch weiter, weil diese ganzen Dilettanten heißen jetzt Daniel Richter, Albert Oehlen, genau. und hängen in, und sind eigentlich Hochkultur, hängen in den Museen und Wespem hält wahrscheinlich auch, könnte jederzeit auch mal einen Vortrag beim Goethe-Institut halten, so. Schon 88 warst du bei einer Olympiade in Südkorea. Ich bin lustigerweise jetzt beim Goethe-Institut seit 100 Jahren mal wieder in Los Angeles. Wollte ich dir eben noch ins Wort fallen, weil es ja tatsächlich diesen Film geht, den ich echt ganz gut finde, über dieses Berlin der 80er, das West-Berlin damals. B-Movie heißt der Film und da sind diese ganzen Läden und diese ganze komische, geniale Dilettantenwelt, Risiko und blablabla mit Originalaufnahmen. Und also ich teilweise stresst es mich heute ein bisschen, aber ich glaube, also ich erkenne es aber wieder und das war es wirklich, wie es war. Und wer sich dafür interessiert, glaube ich, für den ist der Film eine Schatztruhe. Ich kenne es leider alles schon auswendig, aber das erklärt ja noch nicht, wie das passieren kann, dass Blixer Bagels mit dem Strohhut rumsitzt und so Arte, so super spießige Arte-Filme. Okay, ja, das ist eben das Thema der ewigen Jugend, die ihm da auch wieder missglückt ist. Aber ja, wisst ihr, also jetzt ist dann immer die Frage, wer hat dann noch die ewige Jugend? Der Einzige, der das noch hat, ist Campino. Ja, also der ist noch eins. Also den habe ich mit 15 gesehen, vor 20 Leuten. Der Sänger meiner Band war ein Freund von ihm und der war so, habe ich auch ein Buch geschrieben, der war so damals schon, der hatte jede Pose schon drauf und der ist genauso wieder borstig und so crazy heute noch, jetzt vor dem Stadion. Aber es sind noch genau dieselben Posen, der so, und er ist immer noch derselbe dufte Typ wie damals. Und ich frage mich, da ist mir der dicke Blixer Bargeld mit dem Strohhut auf Arte aber lieber fast. Ja? Weil da sehe ich wenigstens eine Entwicklung. Und wenn es nur ein Verfall ist. Ja. Ja? Das verstehe ich wiederum gut. Ja. Also, diesen einen Moment der Jugend, wenn der so konserviert wird. Also ich finde es auch bei... Ja, aber es gibt ja auch, also wenn ich da jetzt... Ich meine, es gibt ja auch so Figuren, die das ganz anders gehandhabt haben. Ich würde dich da vielleicht gerne auch so ein bisschen sehen, aber wenn man zum Beispiel mal so eine Lesung von Reinhard Götz, der Name steht heute irgendwie Pate erlebt, da merkt man ja, was das bedeutet, wenn jemand wirklich brennt. Und das hat ja mit Jugend nichts zu tun. Wenn man Christoph Schlingensief erlebt hat, der leider verstorben ist, da gilt ja das Gleiche. Das hat ja vielleicht mit Jugend gar nichts zu tun, sich diese Widerständigkeit zu bewahren, ja. So, also, ja, genau. So. Also bei Reinhard ist es immer noch schlimmer geworden. Es wird genau, aber der wird es immer noch krasser. Und deshalb, so. Bloß ich sehe das da in der Popmusik. Aber da ist deshalb auch eine Entwicklung drin. Ja. Auch wieder, weißt du? Also wenn das jetzt noch, also das ist ja so leider das Problem, wenn du eine längere Karriere hast, sozusagen, es burnt dann alles runter auf so 2-3 Klischees. Also wenn von Reinhard die Rede ist, also im Lexikon der Allgemeinplätze, da wird immer so als erstes im Konversationslexikon dann gesagt, ja, Klagenfurt und der Blutstropfen, und er liest das vor, und wo ich möchte wissen, wo oben und unten ist, das Blut läuft über die Nase. So,
das ist dann die Szene, das ist so ähnlich wie bei mir sozusagen, hat mal Langnese so, wollte mit dem DJ Reklame machen, haben wollte so eine Umfrage gemacht, wen kennen die Leute, ja, Scooter kennen die, DJ Tomek und Westbam. Und Westbam kannten sie wofür? Glatze, Techno, Love Parade. Das, das ist dann so das Public Image, wo man sagt, nach 30 Jahren der Bemühungen ist doch wenigstens was hängen geblieben. Aber schade, dass es nur so wenig ist. Ja, und aber mir macht das nichts auf, aber ein Reinaldo, der ist einfach ein nervöser Typ und der ist immer noch nervöser geworden. Und also ich folge dir nach gar nichts mehr. Einfach weil ich merke, oh Mann, ey, der ist schon wieder so aufgeregt. Und stresst sich natürlich so, weil er für seine Sache brennt, aber so dermaßen überkritisch auch ist mit sich und allem. Und ich, natürlich ist das ein toller Mensch und eine wirkliche, mit dem, was er dann rauslässt, immer eine große Bereicherung für das geistige Leben in Deutschland. Aber unter größten Opfern von ihm selbst, also das muss man so sagen, ja. Ich will noch einmal zu dieser Rückzugsfrage zurück. Ich meine, man könnte ja auch sagen, jetzt Nullerjahre heute, aber vielleicht auch schon in den 90ern, okay, diese elektronische Lebenskultur, die war, wenn man so will, nicht sonderlich kritisch zu gesellschaftlichen Fragen, aber sie hatte irgendwie eigentlich so eine Idee, von Clubs, sage ich mal, in der bestimmte Ideale eigentlich jetzt schon verwirklicht sind. So wie bei Heinrich Heine, wir wollen auf das Himmelreich nicht warten, sondern wir wollen das jetzt. Was übrigens fällt mir gerade auf, Schlingensief ja auch nochmal sehr betont hat in seinen letzten Jahren. Frage, inwieweit war eigentlich für dich als jemand, der diesen Clubraum sozusagen kennt wie kaum jemand anders, inwieweit würdest du eigentlich sagen, dass diese Utopie in diesem Cluborten eingelöst ist? Also dieses, da gibt es nicht mehr so eine Frontsau, dem alle zujubeln, sondern jeder ist sozusagen der Held. Und es gibt sozusagen, das ist vielleicht auch wichtig, so eine Idee von Körperlichkeit, die auch ein utopisches Moment hat, ja. Also dieses haptische, dieses, das Zappelige. Ja, die Drogen, die Sexualität, das Schwitzen, der Krach, der Stress. So. Das Lichtgeblinke. Ja, also würdest du das so gelten lassen oder war das eigentlich auch Quatsch? Also ich erinnere mich sozusagen, zum Beispiel hier in Berlin gab es den Planet, ist in meiner Erinnerung so der beste Techno-Club, in dem ich je war. Dann habe ich irgendwann mal so Videos gesehen und dachte, Mensch, war das so leer? Und die Leute, also jetzt zum Beispiel sehen die Leute wahrscheinlich 10-mal cooler aus, die jetzt die Berliner Szene sind, die ganzen spanischen Techno-Touristen, die heute die Berliner Techno-Szene machen, die sehen natürlich besser aus als die früher, weil die sind einen weiten Weg gekommen, um das hier zu sein. Und die sind noch besser wahrscheinlich. Aber mir kam das natürlich schon damals so vor, in meiner Erinnerung war das schon damals so toll, wie das es heute ist, mit dieser ganzen Weltszene, die sich da trifft. Aber andererseits muss ich sagen, ich kenne das mit der Club ist der Himmel, aber ich weiß, dass ich auch immer am Ende meiner Kräfte irgendwo in der Ecke im Dreck sitze und denke, und es ist auch ein Teil der Hölle. Also das gehört auch immer dazu. Also glaube ich, Nachtleben geht an die Grenzen und ja, das stimmt schon, das habe ich auch ganz, ganz tolle Erlebnisse, aber the highest highs and the lowest lows. Also es war, also es gibt da sogar ein Lied drüber, Hell or Heaven von DJ Lupo. Ja. Und ja, also das schlägt zu beiden Seiten aus. War dieser eigentlich dieser? Eine Frage aus dem Publikum, lassen wir zu. Ja, gerne. Ich wollte. Okay. Oh, scheiße, ja. Ja.
Beinbrüche sind da immer so einschneidende Erlebnisse. Das habe ich genauso gehabt. Ich bin in Japan von so einer hohen Bühne runtergesprungen. Ich denke, aua, das war jetzt keine gute Idee. So, der Graben da vor den Leuten, so, die hatten so eine Absperrung. Ich bin so ein Graben rein, potsch. Das zeigt so. Und dann habe ich noch mein Set zu Ende gespielt, wurde in ein Krankenhaus gebracht, Ferse gebrochen, zerschmettert. So. Und war ich auch 3 Wochen auf Krücken und da dachte ich auch, ich muss jetzt Traktor lernen oder irgendwie so eine Scheiße. Habe ich dann aber nicht gemacht. Sondern habe ich 3 Monate so auf Krücken einfach durch die Gegend bewegt. Und aber da haderte ich auch damit und sage, das ist jetzt vielleicht mein Moment. Das war 2005, glaube ich, 2004, oder? 2002 höre ich gerade. Es war 2003. Das war jetzt noch eine wichtige Information. Ja, natürlich. Deshalb. Genau, also es war 2003 und ich bin da. Ja, und ich bin immer noch da. Genau, der eine oder andere Sonntag, wo man sich denkt, das war jetzt nicht so gut. Ja, ja. Also auch, ja. Ja, das stimmt. Also das muss ich zugeben, das wird natürlich nicht leichter, sozusagen genau diese, du sagst es ja, diese wiederbaustigen Momente und diese Erlebnisse, ich erlebe das jetzt neu oder so und das ist schwieriger, natürlich ist es schwieriger, wenn du das 30 Jahre machst, ist es schwieriger, als wenn du 15 bist, sozusagen, da ist nämlich alles neu. Ja? Bloß als DJ hast du immer natürlich die eine schöne Sache, DJ sein heißt mit den Leuten fühlen. Und Lupo war so ein alter DJ-Freund von mir und der war so für mich so ein Extrembeispiel dafür. Dem konntest du ein Lied vorspielen und der hat nicht reagiert. Jetzt hast du ihm dasselbe Lied 2 Minuten später mit 5 Leuten, die um ihn rum das abfeiern. Also sagt er, hey, das ist ja gut, was ist denn das? Und das Ding ist, jetzt kann man sagen, das ist Opportunismus. Nee, der konnte das erst in dem Moment lesen und erfahren in der Gesellschaft der anderen Leute, weil eben Musik eben nichts Absolutes, Freistehendes für sich ist, sondern weil gerade Tanzmusik sozusagen was Kollektives ist. Und also ich kenne es auch sozusagen, wenn ich so zu Hause mal stehe und mal sowas zusammenmixe, ja, es geht völlig in komische Richtungen gleich ab, weil mir das fehlt. Wenn ich da keine Leute habe, dann wird es obskur. Weil dann drehe ich frei halt. Und da könnte man jetzt sagen, jetzt kannst du endlich mal dein Ding machen. Ja, das wird aber für mich absurd, weil das für mich ein Gespräch ist und weil es für mich dann ziellos wird, wenn ich da keinen habe, für den ich spiele und der quasi mitspielt. Ja, also ich kann wesentlich besser alleine reden, als alleine Musik spielen. Das finde ich ganz krass. Sehr oft so auch bei anderen Dingen, dass man gleich ganz anders hinhört, wenn jemand sagt, das ist gut, nee, hör da mal hin. Oder genau, ich kenne es auch so, du machst 2 Tage was im Studio und machst dir über 1000 Sachen Gedanken. So, dann kommt jemand rein, der hört mit, der hat noch nichts gesagt und ich weiß alles, was mit dem Track falsch ist. So, einfach, weil ich im selben Moment das mit dessen Ohren höre. Ja. Was ich aber alleine, dann höre ich das nur, was ich da so denke und ja, ist hier muss die Heid früher kommen oder da das. So, der sitzt, der muss keinen Mucks sagen. In Gesellschaft höre ich Musik anders als allein. Das ist so. Jedenfalls war ich sehr dankbar, dass du jetzt schon mal dich zu Wort gemeldet hast, weil es ist gute Tradition in diesem Club hier, dass ihr eure Fragen, Anmerkungen selbstverständlich loswerden könnt. Dafür ist Westbam da. Und ich weiß nicht, was gibt es denn? Genau, den GABA-Einwurf hatten wir eben so etwas niedergebetzelt, aber eben das wollte ich nochmal fragen. Aber GABA ist für dich ein etwas, sowas wie geniale Dilettanten? Okay. Ach so, ehrlich. Nee, okay, also du bist kein GABA-Fan. Das wäre ein schade, Mensch. Ja. Ich hätte hier so gerne einen GABA-Fan bei der Heinrich-Böll-Stiftung getroffen, das wäre toll. Ich hätte aber eine andere Frage. Ja, okay. Gibt es das überhaupt noch, GABA?
Das weiß ich auch nicht genau. Gabba ist ja Amsterdam das holländische Wort für Kumpel. Und holländische Kumpels gibt es auf jeden Fall noch. Ja. Meine Frage wäre, um nochmal wieder auf dieses biografische Spannungsfeld Jugend und Alter zurückzukommen, ist dann vielleicht so jemand wie Mark Spoon so eine Art James Dean der Techno-Szene, der quasi sich um diese ganze Problematik des Alterns, des Nicht-mehr-Real-Seins, die bürgerliche Korruptionsmöglichkeiten, der sich um das all das Ganze gedrückt hat? Könnte man das vielleicht so sagen? Also für James Dean, Mark Spoon ist wenige Tage vor seinem 40. gestorben. Der hat mich auch 2 Wochen vorher noch angerufen. Und ich habe deshalb das Gefühl, dass das irgendwie ein Selbstmord war. Er ist ja eigentlich, man weiß nicht genau, wie Mark Spoon ums Leben gekommen ist. Aber er hat damals zu mir gesagt, ich weiß noch, dass er mir auch so ein bisschen so, ja, du rufst mich ja auch nicht an. Er hatte mich nie angerufen. Und dann hat er so, und da hatte ich im Nachhinein das Gefühl, warum hat er mich eigentlich nochmal dann plötzlich angerufen? Und dann hat der Original zu mir gesagt, du glaubst doch nicht, dass ich 40 werde. Ja, und da denke ich dann, das kann doch kein Zufall sein. Zumal, Marc, der war ja immer so Typ. Sagst du ganz kurz, wer Mark Spoon war, weil ich glaube, das wissen nicht alle. Techno-Star, einer so der Erfinder aus Frankfurt, einer der Erfinder von des Trance-Genres und vor allen Dingen sozusagen ein lebendes, wandelndes, selbsterfundenes, menschliches Kunstwerk. Eine Art Raubritter, er kommt in meinem Buch auch des Häufigeren vor. Ein relativ einmaliger Typ, der aber sehr auch für sein Image gelebt hat. Und ich weiß, der war dann noch in einem, natürlich, wie könnte es anders sein, in einem langen Urlaub und kam jetzt zurück und er sollte am nächsten Tag sein neues Leben losgehen als der ruhige Mark Spoon, der irgendwo wieder einen Schreibtisch in irgendeiner, ich weiß nicht, Art Direct, irgendeiner Firma. Da hatte er jetzt einen Schreibtisch. Und sein neues Leben sollte am nächsten Tag beginnen. So, und er hatte mich eine Woche vorher angerufen. Und also es kann schon sein, dass das ein natürlicher Tod war, aber dann ist es wirklich das Drehbuch des Lebens so krass, dass das nochmal ein Roman für sich wäre. Also wie denn das wirklich sozusagen, weil der Spoon wollte natürlich immer dieser Spoon bleiben, als den wir ihn kannten, der Mann aus dem Märchen, der Raubritter, der durch die Lande zieht und die Veranstalter unglücklich macht. Und dann wurde er, und dann wollte er zwar, hat er einen Moment so getan, als wollte er jetzt der ruhige Spoon werden, aber das wollte er eigentlich nicht, glaube ich. Er wollte als Kunstwerk so Jim Morrison-mäßig. Ja, genau. Wie wobei, so vielen. Genau. Ja. Wobei andererseits, das ist ihm einerseits gelungen, aber schön, dass auch an ihn erinnert wird. Wobei, das hat heute nicht mehr so eine Halbwertszeit wie bei James Dean, habe ich das Gefühl. Also ich war dann irgendwann nochmal, ich bin dann ein, zwei Mal bei so einer Grabstelle gewesen und da erinnere ich mich, dass da so eine Girlande, da stand so für immer Freunde oder irgendwie sowas und die hingen beim nächsten Mal auch, aber schwer vergilbt. So, und man hat das Gefühl, die für immer Freunde waren da nicht mehr, um nochmal eine Kerze hinzustellen. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall noch an ihn. Weitere Fragen? Thesen. Titel, Thesen, genau. Trompeten und Trompeten. Bitteschön. So, herzlichen Dank für die einführenden Worte. Ich muss gestehen, ich finde alles ein bisschen widersprüchlich, weil ich finde der Vergleich sehr gut, so Techno und ewige Jugend. Aber andersrum ist mir auch aus dem Alltag einfach bekannt, dass Techno sehr verpönt wird. Oder es wirkt zum Teil manchmal so abwertend, wenn man weiß, man kommt Montag ins Büro und okay, du hast den Stempel vom Berghain, sprich, hast du überhaupt geschlafen? Und irgendwie heißt es auch, dass die Leute, die im Berghain gehen oder in anderen Clubs in Berlin, dass sie einfach nicht klug genug sind oder dass einfach solche Leute vielleicht keine Doktortitel haben können. Und ich finde, deswegen ist es einfach so, für mich persönlich auch als nicht Deutsch, sondern Rumänin, ein bisschen schade, dass man Techno so abwertend
betrachtet und nur einfach als eine Droge oder... Ja, wobei, jetzt ja, musst du hier schon mal diesen Kontext ansehen. Also Deutschland ist schon so ein Land, und das muss ich jetzt auch mal sagen, in Deutschland 1988 hat das Goethe-Institut schon mich als Kulturbeitrag zu den Olympischen Spielen geschickt. Und nur mal so zum Vergleich, da schickt Russland dann das Bolschoi-Ballett. Da muss man, also jetzt, also ich bin ja auch schnell beim Deutschland-Bashing dabei, aber da muss man schon auch sagen, teilweise ist das Land dann auch überraschend modern. Und okay, ich wurde neulich gefragt von der Süddeutschen Zeitung, ich hätte doch auch so den Soundtrack zur Wiedervereinigung gemacht und jetzt würden die da so einen Staatsakt machen und da wird wieder Wind of Change gepfiffen von den Scorpions und so. Und ob ich mir nicht selber so was Verrückteres und Crazigeres vorstellen könnte, was der Staat machen soll. Und da habe ich aber geantwortet, ich weiß gar nicht, ob ich unbedingt lieber in einem Land leben möchte, das Leute wie mich für ihre Staatsakte bucht. Weil ich finde es dann also eine gewisse Staatsferne und so sagen, dass der Staat lieber sagt, komm, Wind of Change ist doch, rockt doch ganz gut. Finde ich, steht der Bundesrepublik. So, und ich habe denen dann auch geantwortet, also ganz ehrlich, verrückte und mutige Staaten sehe ich überall Horror. Ja? Ich finde, in so einem biederen Staat dürfen die Bürger mutig und verrückt sein, aber wenn der Staat schon so mutig und verrückt ist, immer ist das meistens nichts Gutes für so die Leute. So, ne? Also jetzt ganz hart gesagt kann man auch sagen, ja, Assad ist ja auch mutig und verrückt. Also mutig zumindest im Sinne von, er traut sich was. Ja? Ja. Und also wie gesagt, also ich finde für einen Künstler und für Kunst ist es gut. Für Staaten und Staatsakte ist es nicht so gut. Aber eben zurück, also ich würde jetzt eben klar, aber das gehört auch dazu, glaube ich, wenn man sich für Popmusik interessiert, ist eigentlich egal. Also wenn du Justin Bieber hörst, wird man sich auch über dich lustig machen. Und ich finde, das muss man dann auch mit Würde ertragen können. Den Spott, auch wenn man Bum-Bum hört, soll sagen, ach, du hörst auch immer diese Bum-Bum-Musik. Gehört dazu. Also und andererseits, wie gesagt, sonst säßen wir jetzt hier nicht in der Heinrich-Böll-Stiftung und würden über Techno reden, wenn es dann nicht auch eine Ebene gäbe, wo Leute dann sagen, ja doch, das ist irgendwie was, worüber man sich mal ein paar Gedanken machen kann. Also ich fand den Einwurf gerade ganz interessant, weil ich zum Beispiel von dem Berghain darüber, das muss man ja irgendwie reden gerade, weil da geht es ja auch gar nicht ums Berghain als Ort, sondern als nationales Ikone. Phantasma. So. Ich eher den Eindruck habe, dass das eigentlich unheimlich drum bemüht ist, jetzt diese hochkulturellen Weihen zu kriegen, ja. Also du hast ja der klassische Konzerte, der Team Renner war es, ist sicher auch da und da wird inzwischen auch cooler Black Metal gespielt. Vorgestern waren die Melvins, eine meiner allerliebsten Bands im Berghain, im Panorama und so. Also es gibt doch auch eine irre Eingemeindung dieser ganzen Kultur so im Zeitfeuilleton, sage ich jetzt mal. Genau, das zum einen und auch diese ganze Techno-Welt ist ja heute auch, also die ging ja dann mal los. Ich erinnere mich, frühe 90er hatte ich diese Platte No More Fucking Rock'n'Roll, weil Techno-Kultur musste sich ja irgendwo gegen diese hergebrachte Kultur, dass man sagt, da ist eine Bühne, da spielt die Band jetzt und so, jetzt gibt es einen Rave, also was ist das? So, das war jetzt Konkurrenz, was Neues, du musstest das durchsetzen. Und da war Rock'n'Roll durchaus ein Feindbild. Und das ist ja heute auch nicht mehr so. Das ist heute Rock am Ring oder so, oder wie diese Festivals alle heißen, da gibt es jetzt nichts mehr, wo nicht auch irgendwie die Dance Area ist oder so. Ja? Also das, da gibt es wie überall, da gibt es keine Fronten mehr. Ja, das ist alles, dann sagen, irgendwann kommt es ja immer darunter, dass die Leute sagen, ja, es gibt für mich nur zwei Arten von Musik, gute und schlechte. Und natürlich, man selber hört immer die gute, ist ja klar, die anderen hören die schlechte, aber gute Musik kann dann eine Band sein, eine tolle, oder ein toller DJ, der was ganz Tolles, Neues macht. So.
Wirfst du dir das eigentlich manchmal vor, dass es diesen Moment gab, wo im Techno dann doch wieder die Bühne aufgebaut wurde, sozusagen? Ich meine, das war im Grunde genommen, gab es ja dann wieder doch diese Bühnensituation, oder? Genau. Nee, das war, also ich bin da aber... Ja, ja, gut, okay, dann sind es richtige Bands, aber ich sag mal so Leute wie Fate oder Vespam oder so, ja, die so standen sagen, ja dann doch wieder so, ja, da gab es ja doch wieder diese Rockstar-Pose, ne? Ja, ja, stimmt. Sonst hätte ich mir auch nie den Ball, das Bein brechen können, wenn ich von der Bühne runterspringe. Also das ist immer zum Beispiel, das, ne, da ist man schon so ein bisschen Showman-mäßig unterwegs, wenn solche Dinge passieren können. Aber, eigentlich das Überraschende oder das Krasse, finde ich, also es gibt ja mittlerweile, machen wir uns nichts vor, es gibt ja dann nochmal DJs, die haben das ja jetzt nochmal in so eine ganz andere Ebene gebracht, ja. Die sind solche Weltunglaublichkeiten. Die kriegen da 300.000, 400.000 pro Gig und die spielen auch noch zwei Gigs, weil sie mit einem Privatjet durch die Gegend fliegen. Und jetzt kommt aber der Hammer sozusagen. Das sind ja jetzt keine Leute, die singen können, die können nicht tanzen, also geniale Dilettanten im weitesten Sinne auch, ja. Oder auch weniger geniale Dilettanten. Die können ja, die hopsen da darum. Jetzt ist der Hammer. Das ist auch, die spielen noch ihre Radio-Singles und das ganze Programm ist schon vorbereitet. Jetzt kommt aber ein Stadion von Leuten und schaut sich jemand an, von dem nicht klar ist, ob er das Lied geschrieben hat, der auf jeden Fall das nicht gesungen hat, der auch nur ein Programm da abspielt und so tut, als ob, und nicht mal das macht er mehr, und der zappelt rum und ist dabei unbeholfen und sieht nicht gut aus. Aber kriegt 400.000 dafür. Und das finde ich einfach als kulturinteressierter Mensch ein wirklich interessantes Phänomen, sozusagen, dass das Leute auch glücklich macht. Weil wenn es jetzt nicht 50.000 Leute gibt, die dahin strömen und sagen, ich fühle mich gut damit. Es ist toll, was da passiert und ich möchte ein Teil davon sein. Der Typ kann nichts, er weiß nichts, er hopst rum und dazu läuft ein Playback mit den Sängern, die irgendjemand anders für den aufgenommen hat, und die Texte hat auch wieder jemand anders geschrieben. Also so eine Art das Avatar. Ist sozusagen das ist sozusagen jetzt der Höhepunkt der Authentizität. Womit wir wieder bei dem Eingangsvortrag von Dietrich Dietrichsen wären. Ja. Moment, vielleicht das Mikrofon, genau. Ah, Entschuldigung, ich habe vorhin gerade. Ja, ich wollte zuerst mal alle Moment, Leute hier am Livestream nochmal grüßen. Echt toll, dass ihr zugeschaltet habt. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ja, und jetzt komme ich zu meiner Frage. Also ich würde schon sagen, es ging um die Frage um Techno und Politik. Und ich persönlich finde schon, dass das Techno was sehr Politisches ist. Also um das mal zu veranschaulichen, ich bin in Stuttgart aufgewachsen und wenn ich Freunde aus Stuttgart bei mir habe, wenn die abends feiern gehen, dann ziehen die sich ein schönes Karohemd an, ziehen ihre schönen Schuhe an und haben schöne Jeans, und das Erste, was ich denen sage, so, okay, du kannst, so egal wie du aussiehst, du kannst noch so abgefuckt und abgeranzt aussehen, das ist total egal, aber bitte zieh dir kein Karohemd an und zieh dir keine schönen Schuhe an, weil ansonsten kommen wir nicht rein. Und ich finde, das ist sehr eine Metapher. Ist das jetzt politisch? Nee, ich finde, das ist eine Metapher dafür, dass man einfach diesen materialistischen Mainstream einfach in sagt. Dass man sagt, es ist uns egal, wie du gekleidet bist, aber. Hauptsache, du hast kein Karohemd an, oder? Nein. Es geht nicht darum. Aber wenn zum Beispiel Leute in anderen Städten oder in andere Clubs gehen, feiern gehen, dann machen die sich richtig schick. Es geht darum, wieder der Coolste zu sein im ganzen Club. Das ist natürlich auch immer am wichtigsten. Und ich glaube, dass die Leute, die auf Techno feiern gehen, dann schon eher anders gepolt sind, dass sie nicht so teure Klamotten. Aber so wie du sagst, merkst du ja auch schon sozusagen, ja, also ist das richtig, wenn man jetzt sagt, also das ist ja auch eine Form von Anpassung, dass man sagt, ja, in Stuttgart gehst du eben aufgebrezelt mit den super teuren Schuhen und in Berlin musst du eben abgeranzt, sonst kommst du nicht ins Berghain. Ich finde es eigentlich immer schade, diese ganze, ich fand immer diese ganze Gesichtsdings, also das, ich weiß, was die Leute immer abgekotzt haben über die Love Rate und wie scheiße die Leute aussehen und wie schlecht die Musik ist. Aber das Schöne daran war eben, dass diese ganze Gesichtskontrolle und diese ganze, du musst so aussehen oder so aussehen oder sonst was, ja, haben dann die Pumper in dem Plastikding, fand ich das alles toll? Nee, aber ich find's gut, dass jeder das so machen kann, wie er will. So. Und da weiß ich jetzt nicht, sozusagen, da
Genau, also ich bin da schon auch, ich mag es auch lieber eher abgeranzt, aber im Grunde, also ein Dresscode, der verlangt, dass du abgeranzt aussiehst, ist natürlich auch wieder ein Dresscode. Und da sagt der Punkrocker in mir, scheiß auf den Dresscode. Aber ich meine, da drängt sich ja geradezu die gegenteilige Frage auf, nämlich, ich meine, die harte Tür, Clubtür, hat ja eigentlich diese Kultur erfunden, oder? Die harte Tür, nenne ich das. Die Tür, durch die du nicht kommst, den Türsteher. Aber die hat die Kultur erfunden, das sehe ich meine, nicht so. Wie du zu Recht sagst, ich meine, New Wave früher, Punk, egal, gab es ja keinen Türsteher. Da kam jeder rein, der ein Ticket hatte. Genau. Und jetzt kann dir das ja passieren, dass du vor dem Bergstein 5 Stunden bei 0 Grad stehst und überhaupt nicht reinkommst. Ja, ne? Und das da war muss ja, ich sagen, und das finde ich auch einfach der Scheiß an diesem Laden. Ja? Also und ich verstehe Leute nicht, wo ich dann sage, Leute, wo bleibt denn eigentlich euer Stolz? Leute, die mir sagen, sie haben da eine Stunde gestanden, sind nicht reingekommen und gehen nächste Woche wieder dahin. Mir ist das auch total fremd. Das hätte ich mit 15 Jahren nicht so absolut gemacht. Ne? Absolut. Also aber kannst du da mal eine Kampagne starten, dass dieses Problem langsam also, bereinigt nein, wird? Ich respektiere das, wenn ein Laden sich entschließt und das ist ja was offensichtlich auch Leute dann gerade attraktiv finden, sich dem auszusetzen, weil wenn sie es geschafft haben, ist es auch eine Beförderung irgendwie oder irgend sowas, wo sie sagen, jetzt bin ich auch gut. Jetzt bin ich drin. Jetzt bin ich gut. Und aber ich finde das natürlich im Prinzip irgendwas, also eine Sache, die ich mich also nicht aussetzen möchte und wo ich, wobei, also wie gesagt, das ist ein klassisches Disco-Ding, ne? Berühmtes Studio 54 in New York, du musst also immer deine goldene Jacke anhaben, damit du auch reinkommst. Du musst irgendwie flashy aussehen und scenic, so, dass du auch weißt, da kommst du rein und so. Aber und dann kann es aber erst recht dann so launisch sein und dann ist es so ganz gottmäßig. Und das ist, Berghain ist da so ganz gottmäßig, dass nämlich Leute sagen, ich weiß nicht, ob Gott mich heute erhören wird. Ich bete, aber ich weiß es nicht. Und wenn er sagt, es ist heute nicht, dann muss ich das so hinnehmen, weil es ist Gott gewollt. Und aber wenn ich reingewunken werde, dann komme ich in den Himmel. Und das finde ich natürlich dann doch auch seltsam. Also das sind Kulturphänomene. Das ist und da ist natürlich die Techno-Welt voll davon. Also das ist so für mich, da kann ich genauso lange drüber nachdenken und sagen, ja, und mir die Gesellschaft dran erklären, wie daran, was jetzt sozusagen der Spaß darin ist, einen Menschen auf einer Leinwand irgendwie zu sehen, 50 Euro zu zahlen oder 100 Euro und nicht zu wissen, oder nur zu wissen, dass er überhaupt nichts macht und nicht zu wissen, ob er diese Lieder geschrieben hat oder gesungen. Er hat sie nicht gesungen, er hat sie nicht geschrieben und er kann schlecht nur dazu tanzen, aber ich zahle einen Hunderter, um dabei zu sein und ich freue mich, dass er 1 Million heute Nacht verdient. Und wie gesagt, also das, ich finde es einfach interessant, ja? Dass es zu welchen Kapillaren sich da die Technokultur ausdifferenziert hat. Aber okay. Wir hatten da noch mal den Herrn, der wollte... Ja, ich wollte noch was dazu sagen. Und zwar, ich komme von Rock'n'Roll. Und wir haben damals eigentlich ein bisschen gelacht über die, die mit der Elektronik angefangen haben. Und haben gesagt, naja, die sind ja bloß zu dumm, Instrument zu lernen oder zu faul. Natürlich hatten wir auch wenig Ahnung von Elektronik. Ja, ne? Selbst Pete Townsend, der sich seinen ersten großen Synthesizer leisten konnte, hat dann nur dumm rumgeschraubt und hat dann wieder die Gitarre genommen. Und ich muss aber sagen, wir haben damals gesagt, das hält nicht lange. Das wird irgendwie sich mal totrennen und dann geht es wieder mit uns weiter. Und ich finde es aber gut, dass es weitergegangen ist bei euch. Denn die, die es geschafft haben, das durchzuziehen, sind gar nicht langweilig. Die spielen auch nicht nur mit Elektronik rum, wie man so schön sagt. Und wenn du sagst, du warst zu faul, Instrument zu lernen, dann warst du auf jeden Fall nicht zu faul, dich mit deiner Elektronik auseinanderzusetzen und nächtelang, und wahrscheinlich hast du mehr Zeit dafür investiert, als genau, um absolut. Klavier zu lernen. Genau. Nee, ich habe Stunden, Monate, Jahre lang. Ich weiß, wie die Musik entsteht. Und ich will eigentlich nur sagen, ich finde es eigentlich gut, und was ihr macht. Und
es unterscheidet sich ja auch. Wer es schlecht macht, der fliegt raus. Und wer es gut macht, der besteht. Und ich finde es eigentlich, muss ich sogar sagen, als Live-Mensch, es ist eine größere Herausforderung, eine Nacht lang ein Publikum zu begeistern. Also ich habe selbst bei Techno-Partys nächtelang mitgearbeitet und bin selber erstaunt gewesen, was da für Abwechslung ist, was da für Energie hintersteckt von euch. Und eine Band, die ein 2-3 Stunden Konzert gibt, ist fertig. Die ist nicht nur körperlich fertig, die sind einfach mit ihrem Programm dann auch fertig. Die können gar nicht länger. Ja, gut, da hast du als DJ natürlich einen Vorteil, weil du auf das Programm von anderen Leuten zurückgreifen kannst. Ne? Also gut, das Bands geht schon haben mittlerweile easier. Auch lange Programme. Okay. Aber ich finde den Spannungsbogen, den ihr haltet über die Nacht. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, dass es eine Bestätigung hat. Und es ist sicher auch eine Popkultur. Es gehört nicht zum absoluten Intellektuellen. Aber das muss es auch nicht. Und ich möchte nur sagen, ich finde das gut, dass es diese Musik weitergibt. Und die ist nicht nur entstanden durch den Mauerfall und durch die Wende. Nee, das die, nicht. Nee, entstanden hat sich auch nicht nur dadurch jetzt irgendwie etabliert. Das wäre auch so gekommen. Genau, das wollte ich damit auch gesagt haben. Die Musik hat dadurch sozusagen, dadurch wurde die Musik ein Soundtrack, der dann plötzlich nicht nur eine bestimmte kleine Spezialgruppe angesprochen hat, sondern dadurch wurde was der Soundtrack der Zeit wurde. Ja? Und das wäre so das zum Beispiel jetzt im Moment nicht, meiner Meinung nach. Ja? Heute ist Elektronik auch in der Nische mehr wieder. Ja? Das hat nicht so ein allgemein, in den 90ern hatte das so ein Alleinvertretungsanspruch. Das war da gibt es dann Leute, die haben Grunge gehört oder so, ich will jetzt nicht sagen, das war die einzige Musik, aber in dem Moment konnte man so größenwahnsinnig sein, in Deutschland zu sagen, das ist es. Ja? Und die Love Rate war der Event sozusagen der 90er. Also und da gab es bestimmt auch Metallica-Konzerte, wo auch Hunderttausende waren oder so, die Rolling Stones Woodstock oder so. War der aber, Highlight der 70er. Und alles hat seinen Höhepunkt und dann hat alles seine Nische. Und das ist aber das Gute. Die Nische besteht und die bleibt immer. Genau. Nee, absolut. Das und lieber eine gute Nische als ein schlechter Mainstream. Meine Rede. So, wertes Publikum, meine Damen und Herren, es ist 9 Uhr und wir wollen, auch wenn wir noch bis 5 Uhr hier weiter raven könnten, noch ein Bierchen trinken oder was auch immer. Deshalb will ich jetzt Folgendes sagen. Ich will mich jetzt schon mal bei Westbam herzlich bedanken, dass er da war und mit uns geredet hat. Ich will zweitens kurz ankündigen, dass wir uns wiedersehen, soweit Sie Lust haben, bei der nächsten Ausgabe nach J kommt K zu dem Thema, zu dem Schlagwort Kreativität mit dem ich merke immer wieder, ich brauche eine Brille. Andreas Reckwitz, der ein sehr interessantes Buch über Kreativität geschrieben hat, als das neue, seiner Meinung nach, Paradigma des Neoliberalismus. Du musst immer kreativ sein, jederzeit. Und daran misst sich, wer du bist. Das ist am 2. November. Du kannst gerne kommen, Max. Ja, so. Dazu wollte ich allerdings sagen, ich weiß, das wird immer so gesagt, dass das so ein Stress ist, der von der Gesellschaft ausgeht oder so. Und das höre ich jetzt auch wieder, natürlich, also wenn du jetzt aus irgendeinem beschossenen Gebiet kommst, dass du sowas sagst wie, ich will einfach nur ein ruhiges Leben führen. Aber das ist natürlich auch irgendwie langweilig. Ja, absolut. Ja? Und von daher kann ich sagen, ich weiß nicht, ob mir das die Gesellschaft souffliert hat, aber also ich mag das immer im Urlaub oder so, mir wird auch schnell langweilig. Ja, da sagst du was, und ich bin gerade in Elternzeit. Deshalb setze ich mich selber auch unter Druck. Und, Max, pass auf, ich wollte nur kurz die Veranstaltung ankündigen, Kreativität, und wir setzen dich gerne hier wieder mit aufs Podium. Genau, und dann sagst du, was ist denn los, du? Dann reden wir einfach weiter. Und jetzt kämen wir zum letzten dramaturgischen Akt, nämlich in der kurzen Lesung. Ja, merke nämlich gerade, das ist hier mit, ich habe hier kein, soll ich da nochmal zum Rednerpult streiten, weil ich muss dieses Ding sozusagen mit dem Umblättern, das ist ein bisschen schwierig.
Also folgendes, ich wollte eigentlich eine fertige, weil ich dachte, wir reden hier über ewige Jugend, da lese ich so eine fertige Szene aus meinem DJ-Altertum mit Ischias-Problemen und kaputten Leuten. Aber ich dachte, jetzt haben wir auch genug über kaputte Leute und kaputte Szenen. Habe ich ja jetzt heute auch schon viel über meinen Ischias geredet. Und deshalb will ich doch auf einem etwas heiteren Punkt in meiner sogenannten Autobiografie, und das ist auch sehr schön, weil in der Autobiografie schreibe ich nämlich die ganze Zeit über andere Leute, nicht über mich eigentlich. Ist doch langweilig. So, dann mache ich das so. One, two, one, two. Okay. One, two, ne? Ist klar. Deshalb lese ich meine Lieblingslesegeschichte aus Dresden, die Geschichte vom Schwein. Eine Szene aus der Zeit, als Techno noch verrückt und lustig war und die Partys waren noch lustig und dann nicht ganz so kaputt, aber auch schon ziemlich kaputt. In Dresden lebte unser Nachwuchstalent Hartsequenzer seinen eigenen Traum der ravenden Gesellschaft. Hardy war ein Prototyp dieser Generation, ein rothaariger langer Schlacks, ein Kind der Wende und der Techno-Revolution. Er trug die buntesten Hosen, den längsten Zipfel an der Mütze, die dicksten Schaumaufdrücke auf den T-Shirts, war immer in Partylaune, hatte immer den Mund auf für Pillen und die Musik an. Seit seinem umjubelten Auftritt als Live-Act beim Mayday Judgment Day, wo er Noise is the Message gespielt hatte, und seit seiner Hammer-Single Brain Crash, dem verrücktesten Scheiß ever, war er auf den obskursten Raves im ganzen Land unterwegs. Mein Bruder Fabian nannte ihn immer nur das Fohlen, weil er noch so unbeholfen und mit großen glänzenden Augen auf seinen langen Beinen durch die Welt starkste. Bei seinen Konzerten sprang er auf die Bühne und krakeelte mit sich überschlagender Stimme auf Sächsisch: Hey Leute, habt ihr Bock auf Hartsequenzer? Und sie liebten ihn dafür, weil er einer von ihnen war. Anfang 1994, zur Hochzeit der ravenden Gesellschaft, lebte Hardy in einer Dresdner Villa aus der Gründerzeit. Sie hatte die englischen Bombenangriffe und die DDR überlebt, der Putz bröckelte aber jetzt. Hardy war auf allerschrägste Weise zu der Bude gekommen. Ein Freund, Maler von Beruf, kannte den Besitzer, der das Haus natürlich sanieren und teuer weiterverkaufen wollte. Im Erdgeschoss aber lebte eine Familie, die dem Plan im Weg stand. Die Etage darüber war frei. Da kam der Hausbesitzer auf eine Idee. Hey, dein Freund steht doch auf Techno, fragte er den Maler und wedelte dabei mit einem Schlüssel vor dessen Nase herum. Ich habe ein Haus, vielleicht will dein Freund da mal eine Weile umsonst wohnen. Netter Typ, ne? Schon in der nächsten Woche zog Hardy mit seiner Freundin ein. Bald war die Location eine bekannte Adresse in der Techno-Szene Dresdens. Hardys Tür stand jedem offen und sie war höchstens mal angelehnt. Die ersten Gäste kamen mittwochs, die letzten torkelten sonntagabends aus der Villa und es war in der nächsten Woche wieder so oder auch umgekehrt. Die Party kickte von früh bis spät. Ohne Unterbrechung stand jemand an den Turntables. Irgendjemand hatte immer was dabei. Der Ruhm der Villa zog durch die Republik und sogar Viva hatte schon eine Live-Übertragung aus dem Haus gemacht. Eines Sonntagsmorgens erschien ein Freund. Er wurde von allen nur Marco 85 genannt, weil er in einem besetzten Haus in der Dresdner Neustadt mit der Hausnummer 85 lebte. Marco 85 kam gerade von einer Party auf einer unterirdischen Landebahn eines ehemaligen russischen Militärstützpunkts in Nickern, die von der englischen Anarchistengruppe Spiral Tribe veranstaltet wurde. Spiral Tribe waren ziemlich krasse Typen, die auf ihrer Suche nach Freiheit aus ihrer Heimat und vor den Nachstellungen der britischen Polizei in den Wilden Osten geflohen waren, wo ihre ausgelassenen Events sehr beliebt waren. Auf dem Weg zu Hardy kam er an einer Schweinezuchtanstalt vorbei. Und weil gerade keiner guckte, hatte Marco 85 ein größeres Ferkel aus dem Gatter gehoben und in seinen Kofferraum verbracht. Das schubste er bei Hardy durch die offene Tür. Er selbst blieb erstmal draußen, um die Szene durch den Türspalt zu beobachten. Die Party war da schon ein paar Tage im Gange, weshalb das Schwein den Leuten auch zunächst nicht weiter auffiel.
Nü, das Zeug ist aber ganz schön stark. Wurde irgendwann von irgendjemandem gelallt, der paralysiert auf dem Sofa rumlag. Man rieb sich die Augen. Marco 85 war inzwischen eingetreten, hatte sich von der Palette mit den komischen neuen Energy Drinks eine Dose genommen und in eine Ecke verzogen. Irgendwann bemerkte auch Hardy, dass das Schwein real war. Seine Freundin schlief im Nebenzimmer und Hardy hatte plötzlich totale Panik, dass sie auf der Stelle vor Schreck sterben würde, wenn ein grunzendes Schwein an ihrem Bett stünde. Das Schwein muss sofort weg, das Schwein ist echt, rief er. Die Leute hatten sich aufgerafft und jagten das Tier durchs Wohnzimmer, so gut es in ihrem Zustand ging. Mit vereinten Kräften gelang es, das quiekende Wesen auf den Balkon zu verfrachten. Dann schlossen sie die Balkontür und zogen die Gardinen zu. Bald kamen andere Gesprächsthemen auf, die Musik spielte weiter, der Fernseher flimmerte vor sich hin. Man rollte Joints und die Episode lag hinter der Partygesellschaft wie ein wirrer Traum. Nach Stunden erwähnte jemand das Schwein und die Erinnerungen kamen zurück. Steht da wirklich ein Schwein auf dem Balkon oder ist das jetzt Einbildung? Aber es war da und wie man jetzt sah, hatte es den Balkon eingeschissen. Das geht so nicht, sagte Hardy. Wir müssen es in den Garten bringen. Und so geschah es. Die Party lief weiter. Der Montagmorgen war angebrochen und das Schwein hatte den gesamten Garten umgepflügt. Die Familie, die ihn liebevoll bepflanzt hatte, meldete sich deswegen aber nicht. Hardy meinte, sie würden ihn und seine Freunde für eine Sekte halten und fürchten. Er wiederum hatte das Gefühl, von der Familie beobachtet zu werden, hatte keinen von ihnen jemals gesehen, immer nur Schatten wahrgenommen, die hinter Vorhängen herumhuschten. Die Familie, die wohl weder von Techno noch von Mieterrechten gehört hatte, hielt tapfer in ihrer Etage aus. Über die verwüstete Brache im Garten legte Hardy später einen Kunstrasenteppich, unter dem nach kurzer Zeit mächtige Gärungsprozesse in Gang kamen. Marco 85 holte das Schwein eine Woche später ab und nahm es mit in das besetzte Haus, wo es nichts zu befürchten hatte, da sich die Bewohner vegan ernährten. Monate später war die Stadt Dresden mit den Besetzern in Verhandlung getreten und zu einer Einigung gekommen. Alle durften in frisch sanierte Wohnungen umziehen. Auch das Schwein war angeblich Teil der Verhandlungsmasse. Hardy erzählte mir, es sei jetzt in ein Kinderheim umgezogen und dort ein Star. Und wenn das Schwein nicht an Altersschwäche gestorben ist, lebt es da noch heute. Vielen Dank, Max. Wir würden jetzt den Abend beschließen. Draußen gibt es was zu trinken und ich glaube auch ein paar Brezeln. Guten Appetit, schönen Abend.